Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Project Zomboid. Wie ihr seht, wir sind wieder in der Starthütte. Cocaine ist jetzt auch eine Frau. Schön. Hm. Hallo Cocaine. Hallöchen. Ja, in der letzten Folge ist ja angeblich das Spiel abgestürzt. Es war aber ein Trugschluss. Und zwar, wenn man stirbt, dann geht das Spiel einfach aus. Ja, ist ja auch fast interessant. Logisch ist, oder naja, gut, wenn man das Spiel schon beenden muss, naja, egal. Auf jeden Fall, wir beiden konnten ohne Cocaine nicht leben und haben uns zerfleischen lassen. Um einfach gemeinsam wieder zu starten, weil wir hätten uns nicht gefunden und wir waren eh schon so weit verletzt. Das heißt, wir starten jetzt wieder von vorne. Allerdings sind wir noch im gleichen Server. Also hier in den Dings sind hier, Löffel ist noch überlebend. Das heißt, wir müssen direkt weiter. Wir laufen jetzt mal nach Süden, oder? Diesmal. Genau, also ich meine, theoretisch könnten wir wieder zur Lagerhalle, in der wir in unseren ersten Aufnahmen schon mal waren. Da wäre zumindest ordentlich. Wir können aber auch woanders hin. Wir können auch woanders hin. Wir gucken jetzt einmal. Wir laufen mal ganz langsam und... Ja, wenig rennen am besten. Ja. Ist eigentlich hier so in dem im Briefkasten oder so was? Nee, kann man nicht. Reagiert, glaube ich, nicht. Nee. Bei mir donnert es auch gerade. Ja, das ist noch nicht ganz synchron. Es gibt verschiedene Sounds. Also es gibt so Sachen wie... hier mal direkt bei mir redet hier die ganze Zeit irgendwer. Kann man das ausstellen? Oh, der Flagge, komm hier direkt rein, oder? Guck doch mal, ob die Tür offen ist. Nee, ist zu, ne? Mach mal einer das Fenster auf. Wir aber jetzt bitte vorsichtig, nicht wieder gleich beim ersten Mal. Sonst brauchen wir direkt ein Bussi-Bär-Pflaster, ist ja auch nicht so schön. Der Mann mit der Klatze. Hab's nicht vor, einzuschlagen. Ja, ich habe jetzt übrigens auch herausgefunden, dass man auch ein bisschen ranzoomen kann, was mir vorher einfach keiner gesagt hat. Oh, Landwirtschaft für Anfänger, sehr geil. Ach genau, das hatten wir dir noch nicht erklärt, Cocaine. Es gibt Bücher, auch Magazine nehme ich auch mit. Ein Blatt Papier brauche ich nicht. Es gibt Bücher. Und Bücher, genau. Ein Newspaper, das nehmen wir alles mit, das ist nämlich gegen Langeweile. Die man lesen kann und die brauchen auch richtig arschlang, um sie zu lesen. Und damit kannst du lernen, damit kannst du dein Skillsystem aufwerten. Also, du musst praktisch kochen für Fortgeschrittene. Sehr gut, nehmen wir auch mit. Und die Newspaper nehmen wir auch mit. Ja, da mein Küchenmesser, das ist doch perfekt. So, was ist hier? Das Wohnzimmer, was liegt hier in der Ecke? Ah, ne, ist eine Lampe, die sich da einblendet. Ja, das war ja kein schöner Start, aber ihr habt ein bisschen Action gehabt, die letzten beiden Folgen. Ja, mehr als wir davor hatten. Ja, definitiv. Absolut. Buch, Literatur, Kochen für nicht mehr Anfänger. Nicht mehr Anfänger, genau. Wenn man mal auf die Skills geht, dann sieht man ja, man hat hier pro Bereich 5 verschiedene Skillpunkte zu verteilen. Es geht ja bis Level 5. Und die Bücher für Anfänger sind geben, wenn man die komplett gelesen hat, einen Dreifachbonus auf den Level 1 Skill. Mhm. Nicht mehr Anfänger ist Level 2, dann gibt es, glaube ich, Fortgeschritten für 3, Experte 4 und Meister für 5. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber ich glaube, das kommt so hin. Okay, wenn es erleben. Also diese Skill-Liste, da bin ich noch nicht so... Also, ja. Gut, ach, hier geht's auch noch hoch. Ja. Genau. Gucken wir mal alle hier ist so ein Schreibtisch. Rope. Können wir Bondage-Spiele machen? Mit dem Hallo? Okay. Ah ja, du bist eine Frau. Ich bin keine Frau. In der Apokalypse, du bist die einzige überlebende Frau. Mein Gott, da musst du dich auch mal... Hosenrock, hier sind oh, ein Seesack, geil. Sehr gut. Rename this back. Ich kann sogar rename. Für die nicht-englisch besprechenden umbenennen. Ja, hier oben gibt es Klamotten für dich, okay. Sag mal, wollen wir das Haus nehmen? Das gefällt mir eigentlich ehrlich gesagt ziemlich gut. Ne? Das hat auch wieder mehrere Ausgänge und mehrere Etagen. Hier in dem Kleiderschrank kannst du rangehen. Da gibt es rosa... Ein rosa Rock, den nehme ich doch mit. Natürlich! Eine Hose brauche ich nicht. Hier ist nichts drin. Was, du willst in dem Haus? Nee, also was einer der Abonnenten geschrieben hat, man soll sich... Also wir waren doch in diesen... Wir waren doch in diesen... in dieser Lagerhalle. Ja. Und er sagte, es ist total hilfreich, wenn man im mehrstöckigen Haus ist. Mhm. Hast du jetzt einen rosa Rock angezogen, Herr Cocaine? Ja, natürlich. Hübsch. Irgendwas bestimmt deinen Lippen nicht, aber das hatten wir eben schon in der Vorbesprechung. Hier gibt's auch Rasierer und... ich hab doch einen Rock an, du kannst doch meine Lippen gar nicht sehen. Das stimmt. Schwierig. Zahnbürste und Reinigungsmittel, damit können wir uns mal ordentlich den Mund schrubben. So, ich muss was trinken, ich geh jetzt mal runter. Also ich finde das Haus nicht gut, weil es nur 2 Stockwerke hat und besser, wenn die da reinkommen. Ja, stimmt schon. Gut. Was trinken? Hier war eine Küche. Ich würde noch schnell was trinken, bevor wir losziehen. Mach das, ja. Ich finde es auch echt cool, dass du tatsächlich nicht sehen kannst, wenn die Fenster zu sind oder so, was draußen ist. Ja, das haben wir ja in den Folgen davor, wenn es so schön gebubbert hat, weil die da rein wollten. Ja. Also, was ist hier unten?
noch ein bisschen langsamer, weil die Rest sind schon wieder Was ist das für ein Haus? Hast du mehrere Stockwerke? Oh, fuck. Ein Zombie ist hier schon. Ich habe keine Waffe. Mach dir mit dem Buttermesser platt. Mit der Gabel. Mit der Gabel. Mit dem Löffel. Gabel machen wir ich habe auch ein Küchenmesser. Okay, gehen wir noch hier rein, um nochmal ein Material zu finden? Perfekt. Ja, können wir tun. Okay. Tür zu. Oh, schönes Bild an der Wand hier. Schließe Tür. Landwirtschaft für Fortgeschrittene. Hat jemand schon ein Landwirtschaftsbuch? Ich habe Landwirtschaft für Anfänger. Dann magst du vielleicht das hier mitnehmen. Ja, kann ich machen. Aber man, ich glaube im rechten Bücherregal. Ja, ich guck mal. Die packe ich direkt hier in meinen Seesack. Dann packe ich auch mal die anderen Bücher rein, damit mein Hauptinventar offen ist. Dann bin ich der hier, ich bin der Zeitschriftenhändler. Weil ich habe hier mehrere Magazine dabei, Herrenmagazine und Newspaper. Beste Hose. Kochen für Anfänger haben wir hier noch. Ich habe gerade Kochen für nicht mehr Anfänger, habe gerade angefangen zu lesen. Magst du auch das Anfängerbuch nehmen? Für ein Anfängerbuch? Hier in dem Regal. Ich habe ein Tagebuch. Kochen für Anfänger. Achso, ich müsste mal meine Weste in Streifen zerreißen, fällt mir gerade ein. Wir sind ja das neu ist gestartet. Gut, weil dann können wir uns ja so ein bisschen aufteilen, genau, aufteilen. Spezialisieren. Aufteilen. Ja. Ich habe auch Tischlern für Anfänger. Ich lerne kochen. So, kochen für Anfänger. Du kannst auch mir geben, ich habe einen Rucksack, also da habe ich ein bisschen Platz drin. Dann könnte ich die Bücher schon mal mitnehmen, wenn ihr wollt. Ich habe hier so ein Garbage-Bag. Also ich kann das jetzt nur lesen, wenn ich schon einen Skillpunkt habe, oder was? Also kochen für Anfänger kannst du direkt lesen. Das dauert aber ewig, also da müssen wir uns mal eine Nacht hinstellen. Dann, so, jetzt looten wir hier mal die Schränke, Feuerzeug. Sonst ist hier ziemlich leer. Hast du schon geleert hier alles? Ja, hier war aber generell kaum was drin. Was ist hier denn für eine Tür? Ich guck mal hier. Da fällt mir gerade ein. Ja. Trink mal, oh mein Gott, ich trinke gerade aus der Toilette. Kann ich das Lesen abbrechen? Ja, wenn ich mich bewege. Ja. Genau. Und es ist auch so, dass das nicht... Oh, Laken, geil. Hier ist ein, ganz total aufgeregt. Ein normaler Wanderrucksack. Hier, Ente hier in einer Schranke. Auf dem Rücken tragen. Ja. Ich habe eine pinke Einkaufstasche, so. Und ihr nicht. Kopfkissen, Schuhe brauchen wir alles nicht, gell? Nutzen sie Schuhe ab eigentlich? Ist das Spiel so weit, dass man... Weiß ich nicht. Warte mal, du kannst doch bestimmt... Ich würde sagen, man kann bestimmt gucken. Gucken? Nee, die haben keine Haltbarkeit. Okay. Nee. Das Spiel ist ja schon extrem komplex, also was jetzt... wir können noch schnell baden. Haus? Ja. Oh, hier ein bisschen schleichen, da unten steht wieder Zombie. Oder mehrere. Übrigens, danke nochmal für den Tipp mit der rechten Maus. Das haben ja einige geschrieben, dass man die rechte Maustaste halten soll, um zu schlagen oder langsam zu gehen. Boah, ich hab doch eben getrunken, Mädchen. Wieso hab ich denn jetzt schon wieder Durst? Bist du hinter uns? Weil ich sehe nichts. Ja, ist hinter uns. Hinter euch, ja. So, man kann ja rückwärts laufen, gell? Ich hätte ja einfach mich umdrehen können. Seitlicher Moonwalk, wow. Also hier, Wahnsinn. Michael Jackson wäre... Oh, da ist ja ein... So, ich hab mal weggestumpft für dich. Ja. Nimm den Löffel. Ich brauche auch eine Waffe unbedingt. Ah, da kommt noch eine. Nimm das und das. Sack. So. Aber ihr seid mit Löffel und Gabel ganz schön geschickt. Ja. Ist hier noch Hose? Ich bin damaged irgendwie. Ohne dass ich jetzt, glaube ich, könnte mich nicht bandagieren. Ich könnte ich mir mal den Zombie hier. Soll ich dir eine geben? Nee, ich habe ja Bandagen, aber ich kann mich nicht bandagieren. Ich bin nicht aufgekratzt. Ich bin nur ein bisschen... Hätte mir einer gegen Kopf gegeben. Was hast du in der Hand? Hast du eine Bratpfanne mitgenommen? Ja. Ich guck schon mal, ob es hier reingeht. Wenn ich mal Alter, wechselt automatisch, wenn die kaputt ist, die nächste Waffe aus, oder was? Hier, ich bin im Haus drin, ich mache euch die Tür auf. Hier, ihr könnt reinkommen, hier im Norden. Warte, ich will erst noch... Oh. Schwierig. Ist das ein Zombie? Die ist drinne. Die ist drinne, ja. Komm hier, einer... Kleber, ich habe Kleber gefunden. Endlich. Päckchen und Karotten. Ja, ich brauche was. Messer, Küchenmesser. Prima ausrüsten. So, jetzt helfe ich euch. Was, die ist wieder aufgestanden? Ja, du musst hier, wenn die am Boden liegen, musst du... Was macht denn die Alte? Die geht hier... Der ist noch nicht tot. Was denn? Guck, wo ist die Blutspur an. Die steht schon wieder auf. Alter, das spritzt ganz schön. Jetzt ist er tot, ja. Okay, dann pass auf, hier ist jemand drin. Da war eine Dame drin. Ja, hab's. Einmal getroffen. Ins Kreuz gestochen. Jetzt... So ganz schön blutig das Spiel, ne? Das dürfen wir aber so nicht zeigen auf YouTube. Nee, müssen wir zensieren. Oh, irgendwas stimmt nicht. So, Landwirtschaft für Experte. Hier? Nee, ist okay. Das hör ich gerade auch, deswegen den Panisch nehme ich mal an. Ja. Eisenbad, sehr gut. Was trinken? Ich trinke jetzt direkt. Ach, wenn jemand eine Pistole findet, kann das mir direkt Landwirtschaft mal... hatte jemand von euch, ne? Ich hatte Landwirtschaft für Anfänger und Landwirtschaft für Fortgeschrittene.
Dann kommen wir hier an den Schrank, da ist nämlich noch das für Experten drin. Oh ja, sehr gut. Läuft die Runde auf jeden Fall besser. Ja, definitiv. Ich pack mal meine Bücher in die Einkaufstasche. Das Buch nehme ich auch noch mit. Komm, Bücher sind immer gut für Langeweile. Kann man abends mal was schmökern bei Kerzenschein und Zombie. Hier draußen ist ein Zombie, der schlägt gleich hier das Fenster ein. Jo, oh, ich sehe es gerade, ja. Nee, lass ihn. Du kannst durch die Wand durch. Ja, ich habe super Kräfte. Gabel, Zack. Kochtopf, lass Scheißaufgabe. Gut, gehen wir weiter, oder? Mein Messer ist kaputt. Komm, wir müssen weiter. Da ist ein Zombie. Die siehst du manchmal echt schlecht, ne? So, wo seid ihr? Jetzt seid hab ich sie. Ja, der ist tot. Okay. Der andere hat immer noch einen Kopf gegen die Wand und jetzt verfolgt er uns. Dann gehen wir gleich ins nächste Haus, oder? Ja, können wir ja gucken, ob die Tür auf ist. Währenddessen hole ich hier mal den Zombie weg. Gucke, ob die Tür offen ist. Nein. Tür ist nicht offen, warte mal. Ich beschütze dich. Wie brutal. Boah, voll zermetzelt. Hast du gesehen? Nee, ich habe meinen zermetzelt. Hier ist auch alles voller Blut. Da waren riesen Blutspuren auf dem Boden. Ja, ne? Ja. Was ich habe hier gerade zweimal mit der Gabel zugestochen, dann war die Gabel kaputt. Ist hier ein Zacken abgebrochen. Okay. Dann habe ich mit den Füßen offen. Zertreten. So. Jetzt zu. Okay. Schließe Tür. So. So, warte mal hier im. Nichts drin. Ein Kopfkissen, endlich. Chips sind hier drin. Ich trinke mal was. Oh, hier gibt's hier schön noch Essen. Ja, das ist gut. Essen brauchen wir. Bis jetzt habe ich nur Bücher. Einfach mal mitnehmen. Ich habe da noch ein bisschen Platz für. Ja, mach mal. Also. Ein Kopfkissen kann ich hier mitnehmen, okay. Leere Becher, Plastiktüte. Hier gibt's eine Plastiktüte. Wer von euch noch keinen Rucksack oder ähnliches hat? Ich habe meine pinke Einkaufstasche. Dose mit Bohnen. Geil, die packe ich auch mal in den Rucksack. Die trockenen Rahmennudeln nehme ich mit. Eine Schüssel müssen wir mitnehmen, wahrscheinlich zum Essen, gell? Ich habe eine Schüssel mit 3 Stück, wo man die mit Wasser auffüllen kann, falls wir wieder etwas länger flüchten müssen. Ach, das geht, oder was? Wie kann ich denn jetzt zum Beispiel Materialien herstellen, um was zu bauen? Genau, und zwar braucht man eine Axt. Mit einer Axt kannst du zum einen Bäume fällen oder hier auch Türen kaputt schlagen. Okay, muss ich die finden oder kann ich die auch herstellen irgendwie? Die musst du finden. Wie kann man denn Sachen mit Wasser befüllen? Fülle Schüssel. Und die kann man einfach so mit rumtragen und die schwappt nicht rum? Wo seid ihr hin überhaupt? Ein Haus weiter. Ja. Wir müssen irgendwas Großes finden. Hinter dir war, glaube ich, gerade Zombie. Ja, hab ich gesehen. Alarm. Fuck. Okay, weg. Raus. Okay. War richtig schnell, bevor dass die Zombies nur von den... Ja. Oh nee, geht's schon wieder los? Nee, die werden angezogen davon. Ich bin hinter dir. Ich schleiche hier, die sehen mich nicht. Ah, oben ist ein Grill. Ein Weber-Grill. Oder jeden anderen Grill natürlich auch. Werbung. Oh fuck. Da ist aber nichts drin in dem Grill. Okay, weiter außen. Come at me, bro. Komm mal runter oder drin Norden. Wir müssen uns jetzt einigen, welche Richtung es geht. Den Zaun links entlang. Den Zaun links entlang, okay. Hier so am besten, hier so zwischen den... Durch den Wald, ja. Bist du hinter uns? Ja, ich bin bei euch. Jetzt müssen wir hier unten lang. Zaun. Boah, du bist ja richtig langsam. Mhm. Ja, richtig. Die Zombies halt auch, deswegen. Ist gut. Wir kommen hier nicht über den Zaun drüber, deswegen gibt es keine andere Möglichkeit. Ich renne. Hier ist offen. Ich warte hier auf euch, weil hier ein Zombie vorne steht. Liquid Dark ist da. Ja, ich schleich. Ich habe aber keine Waffe mehr. Ich habe eine. Ich habe eine Bratpfanne. Erst warten, ob wir ja, okay. Ich hab Platz, weiter. Meine Füße. Aber wir müssen mal ein Haus finden, wo wir irgendwie überwintern können. Wenn ich überlege, in der letzten Session hatte ich hier in der Zeit, wo wir jetzt gespielt hatten, schon die ganze richtige Seite voll mit irgendwelchen negativen Status-Dingern. Ich bin nur panisch und hab Hunger. Gehen wir hier rein? Ich bin nur etwa. Ah, ist offen. Panisch. Und keiner mal, gut, Tür zu. So, jetzt einen Raum finden, wo zu ist, weil wir müssen überleben. Haben wir irgendwo. Baseballschläger und Schlaftabletten. Und ich habe einen Laken, ich könnte. Laken anbringen. Und hab hier einen Seesack. Vorhänge zuziehen. So, jetzt ist hier zu. Wenn wir uns im hinteren Teil aufhalten, Herr Liquid Duck. Ja. Warte, ich mach dann das Fenster hier im Flur auch noch Vorhänge zuziehen. Jo. Okay. Okay. Das ist zu, da sehen wir uns nicht. Wunderbar. Hier hat noch jemand keinen Seesack oder Rucksack?
Ich glaube, die Dame zu Hause hat. Ja, hier vorne drin, Cocaine. Ist noch ein Sesam. Okay, ich hab doch. Aber warte mal, ich nehme den mit, ich tausche den. Ja, der hat mehr Slots. Spielkarten, endlich, gegen Langeweile. Nehmen. Sesam und jetzt als Sekundär. Nee, auf dem Rücken tragen. Ja, genau, den kannst du auf dem Rücken tragen. Perfekt, jetzt kann ich nämlich die Tasche als Sekundär und den Seesack auf dem Rücken. Jetzt habe ich extrem viel Platz. Oh, hier ist noch. Das ist gut. Folge zuziehen. Hier ist im Bad war noch offen. Badetuch und Schmerztabletten. Sehr geil. Das ist gut. Aber es ist noch keiner verletzt von uns gewesen, gell? Nee. Aber hier vorne ist, damaged, aber vorne ist offen noch, gell? Also denk dran. Ja, die Haustür ist noch offen. Nein, die ist zu. Die Haustür ist zu. Optisch meine ich, die können da reingucken. Ach so, ja. Kann man die Läden nicht schließen? Nee. Okay. Ich habe hier Laken angebracht, aber mehr habe ich nicht. Garbage Bag, Geschirrtuch. Kann man mit dem Geschirrtuch vielleicht was machen? Mit dem Geschirrtuch kannst du dich abtrocknen, wenn du zu lange im Regen gestanden hast. Ah ja, Fertiggericht nehmen. Chips sollen wir, nehmen. Ja, sollen wir. Nee, das Haus wollen wir nicht nehmen, ne? Nee, das ist nicht. Nur ein Stockwerk. Oh, der Kühlschrank ist voll. Wie wär's mit Vollessen? Also, ich esse mal den Apfel. Ich muss was essen. Da ist ein Zombie im Fenster. Okay, man kann den wegschnicken. Okay, ich schlag weiter drauf. Okay, ist drin. Komm schon. Lass mal da raus aus der Ecke, dann kann ich mit zustechen. Okay, jetzt nochmal rein. Nochmal schlagen. Ah, du hast noch unten geschlagen, oder? Ja, ich glaube auch. Ja. Sehr gut. Der ist hinüber. Okay, schnell, esst euch voll. Was Fenster zu? Schon. Hast du noch einen Laken oder was? Ich nehme die Laken wieder ab. Wenn wir weitergehen. Naja, wollen wir jetzt noch weitergehen? Ja. Oder? Wie sieht es aus mit Essen? Also ich meine, esst das, was aus dem Kühlschrank noch da ist. Remoulade esse ich ganz sicher nicht, Zwiebeln esse ich auch nicht. Ja, sonst ist nichts mehr drin. So, okay. Da darf ich mir jetzt hier... Nehmen wir die Laken mit und ziehen weiter, aber es ist schon... Wie viel Uhr habt ihr übrigens? Bei mir ist 21 Uhr. Bei mir auch. Und bei 17.30 Uhr. Dann läufst du jetzt hin nach. Ganz merkwürdig. Dann nehme ich das Fong entfernen. Aber auch der eben nachgelaufen ist, ne? Ja, ja. Jetzt regnet es bei mir, okay. Bei mir auch, ja. Ah ja. Liquid Duck, hast du das Laken? Schwierig. Ja, das hab ich. Ich komm hier nicht an den Wasserhahn dran. Da musst du einen Schritt von weglaufen und wieder drauf zudrehen. Dann nehme ich im Wohnzimmer das Laken noch mit. Dann haben wir drei. Nee, ich komm da nicht, kann den nicht benutzen. Ach scheiße, ich bin überladen. Doch, jetzt. Ich bin überladen. Warte mal, ich muss mal den Kram umpacken. Ich würde hier mal das Licht ausmachen. Schüssel mit Wasser mache ich auch mal hinten rein. Schüssel mit Wasser hinten rein ist immer gut. Geschirrtuch. Licht ist aus. 10 von 18, ich habe noch richtig Platz. Machen wir auch aus. Im Flur ist noch irgendwo Licht. Buche. Schmerztablette. Bin nicht. Was? Bleiben wir jetzt hier oder gehen wir weiter? Ich meine, wir haben stockfinster, 21:50 Uhr. Wir müssen weiter, weil das Haus ist einfach, keine Ahnung. Bei mir ist noch hell, also von daher. Okay, dann ist gut. Du siehst sie. Ein bisschen weiter links. Gehen aber schon Zombies am Haus, das ist schwierig. Das fehlt mir auch noch bei 7 Days. Hm? Wettereffekte fände ich geil. Ja, stimmt. Man wird ja immer wieder gefahren. Hat dann noch ein bisschen mehr Atmosphäre. Okay. So, ich glaube, der ist hinüber. Hat von euch einer zufällig einen Hammer? Nein. Nee. Schade, weil ich habe einen Baseballschläger und ich habe 5 Nägel. Oh, können wir einen Nagelschläger machen, ja. Das hat übrigens jemand gesagt. Ah, da waren wir doch vorhin drin. Das ist das mit der Flaggen, ne? Oh, ganz viele Zombies. Oh, das war auch das, wo die ganzen vielen Zombies hinter uns hängen. Ah, hier liege ich auch. Hier ist mein Leiche am Boden. Die... Stimmt. Bist du das? Ja. Was hattest du denn? Ja, stimmt. Ich habe Nudelholz, Kleber, Feuerzeug, Einkaufstasche. Hier. Bandagen, die nehme ich auf jeden Fall. Nimm das mit, was da noch überlebend ist. Meine Leiche. Wie spannend. Das heißt, meine müsste hier unten auch noch liegen. Einkaufstasche, Batterien. Batterien nehme ich mal mit. Und das Nudelholz ist doch eine schicke Waffe. Aber ich habe ein Küchenmesser. Will jemand noch eine Waffe? Streichhölzer nehmen. Ich habe noch den besten Schraubenzieher nehme ich auch noch mit. Okay, Batterie mache ich auch einen Rucksack. Streichhölzer mache ich noch. Bleibt spannend, wie wir hier unten, wenn wir ein bisschen weiter rausscrollen, sehen, dass wir hier einen Haufen Zombies haben. Ah, hier, guck mal, hier ist ein zweistöckiges Haus im Süden. Seht ihr das? Ja. Das Gelbe. Ja, was so, ist bei mir so ein bisschen beleuchtet. Ich sehe es gerade nicht und ich sehe auch nicht, wo ich bin. Ich hoffe nur, dass ich sehe mich ja selber nicht, weißt du, deswegen im Dunkeln ist es... Ja, ist sehr dunkel. Ja, bei mir ist es zum Glück noch hell jetzt durch die Zeit. Da steht gerade schon ein Zombie
vor der Tür? Bei mir nicht. Ey, ah, den sehe ich noch nicht, weil ich um die Ecke bin. Ja, das ist... Das echt cool. Okay. Okay, und jetzt Fenster auf oder Tür auf? Jetzt ist der Kopf geplatzt. Zoom mal ran, damit wir das geschehen. Nicht weitergehen. Cocaine, bleib da. Ich bin doch hier. Wir kriegen das Fenster auf. Ja, ich hab Angst. Also ich hab Angst um dich. Ach so. Wir haben nicht 20 Minuten rum und die Folge, wir müssen wenigstens über andere reden. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Los, Ente, mach das Fenster auf. Mach auf. Jawohl. Mach die Tür auf. Machen Sie die Tür auf. Hopp, 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 hopp. Okay. Tür zu. Okay, ich bring Vorhänge an. Zuziehen. Wir haben hier sogar, sind schon ein paar. Was brauche ich denn, um Vorhänge anzubringen? Laken. Du brauchst Laken. Laken. Wie kann ich den Laken machen? Kann ich hier herstellen? Ich habe welche. Ah, du hast welche. Oh, jetzt sehe ich aber überhaupt nicht. Mach auf jeden Fall mal das im Flur hier aus, weil wir da hin und her rennen müssen. Was hier, das Fenster? Okay. Genau. Geh mal kurz oben gucken. Vielleicht finde ich da noch Laken. Lass es mal hochgehen. Ich sehe überhaupt nichts. Jetzt wird es bei mir auch dunkel. Okay, kann man hier zumachen? Gucken wir, was hier noch vor. Kopfkissen. Hier ist Lichtschalter. Pistole. Oh, ich sehe überhaupt nichts. Großer Wanderrucksack. Ja, ist doch super. Nehme ich doch mal mit. Vorhang zuziehen. Warte mal, jetzt kann ich... Wo seid ihr zwei? Wir sind hoch. Wo bin ich denn hier? Ist ein Ankleidezimmer oder was ist das? Warte mal. Seesack. Schränke. Ein Vorschlaghammer. Kochen für nicht mehr Anfänger, Landwirtschaft für nicht mehr Anfänger. Ja gut, ich meine, diese Bücher haben ja echt massig. Brauchst du dieses für nicht mehr Anfänger oder hast du das schon? Moment, gucke ich in meiner Liste. Was Landwirtschaft habe ich für Anfänger, Experte und Fortgeschritten? Also hier ist nicht mehr Anfänger. Das heißt, dann fehlt dir nur noch Meister, dann hast du schon alle. Okay, müssen wir nur noch lesen. Also das ist hier unten. Hier mache ich auf jeden Fall auch zu. Warum habe ich hier keinen... Habe ich keinen Laken mehr? Geschirrtuch, Newspaper. Schiete. Ja, ich habe keinen Laken mehr. Kriegen wir es hier noch zu hier oben? Das Fenster? Ja. Ah ja, sehr gut. Oh, Vorhang zuziehen. Okay. Haben wir noch ein Fenster irgendwo? Cocaine, kommst du hoch? Warte. Ist schon oben, glaube ich. Ah ja, ist eine Vorratskammer. Hier brauchen wir nichts anmachen. Muss nur... Hier habe ich schon zugemacht, hier hinten. Mein ganzes Zeug mal umpacken. Ja. Kann ich nämlich den großen Rucksack nehmen und... 23 Minuten. Ah, hier ist noch ein Dings. So, Vorhänge zuziehen. Okay, hier habe ich zugemacht. Ausziehen. Du sollst nicht ausziehen, sollst zuziehen. Spaß. Nochmal Beta-Blocker. Hier ist noch ein Fenster. Oh, und Vitamine. Sehr cool. Unten flackert ein Licht raus. Also, warum geht ich denn das Fenster hier nicht zu? Okay, irgendwas stimmt nicht. Ente, kannst du mal probieren, hier zuzumachen? Egal, ich mach wo bist du? Südlich praktisch. Ja, hier guck mal, hinter der Tür praktisch. Also, siehst du es? Hier oben? Nee, da habe ich schon zugemacht. Hier oben. Da ist kein Vorhang. Ah, doch. Zuziehen. Ach, sehr gut. Gut. Also, das ist keine schlechte Basis, um bis zur nächsten Folge zumindest zu überleben. Und ich habe auch bis jetzt echt keine negativen Statuseffekte. Außer trinken. Also, ich müsste nur trinken. Aber das können wir ja leicht... Da können wir nämlich Bücher jetzt in Ruhe lesen in der Nacht. Ja, wir sind bei jetzt 24 Minuten. Die Folge war ein bisschen länger, aber dafür, dass wir die letzte Folge ein bisschen kürzer hatten, ist es doch ganz schön. Wir haben es geschafft so langsam. Wir kommen langsam rein in das Spiel und überleben vielleicht ein bisschen länger als zuvor. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen hoch da. Wir sehen uns zum nächsten Teil von Project Zomboid wieder. Ich habe einen Fehler im System entdeckt. Ah ja, welche? Die Matrix? Ungekochter Speck wird hier als gefährlich, wenn ungekocht dasteht. Bezeichnet. Ach du Scheiße. Das ist ein Widerspruch in sich, weil Speck ist immer gut. Ja. Ob gekocht oder nicht. Ja, lecker. Macht's gut, bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao.